So, dann haben wir das nämlich auch. Gott, das dauert doch länger, als ich dachte ursprünglich, das ganze Spiel. Da können wir jetzt drehen. Wir müssen die alle andersrum drehen, um das zu deaktivieren. Ja, so wollte ich das. So. Dann haben wir das gedreht. Das ist irgendwie ein bisschen schwieriger hier schon. Nehmen wir erstmal das hier. So, dann sind zwei aus und einer an. Dann haben wir hier alle aus. Überhaupt auch rüber. So kommt man da überhaupt nicht rüber. Warum muss man jetzt erst auf resetten, weil man die Kiste, weil ich die Kiste ein bisschen verschoben habe, wenn ich da nicht rüber komme. Das ist ja auch toll. Ja. Also, wenn der unten ist, ich muss. Warum resette ich denn dauernd? Falsch gemacht. Der ist irgendwie falsch rum. So. Dann haben wir das. So, haben wir es doch. Dann haben wir hier das nächste Level. Thank you.
Status müsste das Ganze offen sein. Das heißt, ich muss die Kiste erstmal da runterschleppen, um den einen Knopf zu deaktivieren. Erstmal machen wir das. Da hoch. Ja, das wollte ich. Aber jetzt verschließt sich der bei dem anderen Ding. Das heißt, wir müssen alles einmal drehen. Alles offen sein. So. Da ist jetzt einer, ist gedrückt, der ist richtig. Jetzt sind zwei gedrückt, das ist jetzt richtig. Den kann man ja eh so machen. So, da haben wir das nämlich. So, Level 19. Zimmer. So, da ist gedrückt. Dann bleibt nur noch der übrig. Dann haben wir sie alle gedrückt. Richtig rum, soweit gedrückt. Aber das funktioniert so nicht, weil ich die Kiste brauche als Hochkommen-Mittel. Ja, wenn ich es denn nicht dauernd verschieben würde. Hier haben wir auch wirklich so gar keine Masse, diese Dinger. Wie mache ich denn das? Ich muss ja an den erstmal ran, aber das geht nicht, weil ich dafür da unten einen bräuchte, der draufsteht, und den habe ich ja nicht, weil ich den ja brauche, um hier hochzukommen. Um an den ranzukommen, das ist nicht so einfach. Das heißt, wir können doch den machen. Den brauche ich also hier oben schon. Schwierig. Hier hoch kann ich keinen irgendwie schleppen. Nee, ich muss da wirklich... sich da einsetzen. Oder? Brauche ich den?
eigentlich schon. Das ist jetzt eine blöde Situation. Weil nur so komme ich hier rüber, aber dann habe ich da unten keinen, der da drauf ist. Ich muss irgendwie den einen da befreien. Und halt irgendwie auch an den rankommen wieder. Irgendwie geht das überhaupt, das Level? Ich weiß halt nicht, wie ich das schaffen soll hier. Wenn ich den einsammle, passiert nichts, ne? Habe ich den halt nur, aber das ändert ja an der Gesamtsituation nichts, wenn ich an den da oben ran muss. Ich kann mich auch nicht selbst hier draufstellen, das wäre ja lustig, wenn das ginge, aber das geht nicht. Ja. Was macht man dann hier? Weil ich kann halt ohne den da oben auf dem Klotz kann ich da nicht draufspringen, aber den kann ich halt auch nicht verschieben, und weil ich den nicht mal hochkriege sonst. Also ich wüsste nicht wie. Das heißt, die auf der Ebene und auf der... Alter. Es ist echt, mit den Klötzen ist das so eine Last schon. Ah. Die rutschen mir halt jedes Mal runter, weil ich halt irgendwie nicht abspringe. Ich komme halt wirklich nur so hier hoch. Und genauso komme ich auch nur so hier hoch. Einen anderen Weg gibt es da irgendwie gar nicht. Und ich kann halt ohne einen Klotz hier wegzutun, kann ich nicht an den in der Mitte ran. Aber wenn ich einen Klotz hier wegtue, kann ich nicht an den in der Mitte ran, weil ich dann nicht, weil der einzige, den ich wegtun könnte, wäre der unten. Und den brauche ich, um da in die Mitte zu kommen. Also irgendwie ist das nicht möglich, das Level. Ich wüsste zumindest nicht wie. Wenn ich mal zurücksetze, habe ich irgendwo was übersehen. Ja. Bin ich halt hier drin stuck. Moment, wenn ich die einfach umdrehe. Ja, der Balken, das habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht. So, jetzt ist es nämlich offen. Dann kann ich den doch hier rausschieben. Bin ich denn da nicht eben drauf gekommen? Dann drehen wir das einmal um. Das
kann ich ja schon mal da ranschieben. Schoben. Das hatte ich doch irgendwie anders. Also wo der erst noch umgedreht werden muss, deshalb. Wer steht denn jetzt noch im Weg? Ich muss es andersrum, so. Hier muss es ja offen sein. So, jetzt ist da nämlich offen, wenn der da ist. Und jetzt können wir da auch. So, das letzte Level haben wir. Um Gottes Willen. Also. Es muss offen sein, wenn es so umgedreht ist. Weil den, wo ich dann davor unmittelbar drauf springe, den muss ich ja einmal drehen. Aber so muss es sein, damit ich auf die Plattform dann überhaupt komme, weil die kann ich ja vorher nicht drehen. Alle gedrückt, wenn es da, wenn die Plattform oben schräg ist. Aber ich muss jetzt einmal hier wegmachen, damit ich da überhaupt rankomme. Muss ich das gleich nochmal drehen. Fast alle gedrückt. Jetzt sind sie praktisch alle aus. Den muss ich hier eher mal drehen.
Und dann haben wir es. Ja, Raw Egg hat das gemacht, das Spiel. Ja, das hat doch jetzt länger gedauert, als ich es dachte. Wir haben jetzt irgendwie 37 Minuten aufgenommen. Da haben wir einfach mal zwei Folgen von dem Spiel, obwohl ich dachte, das hatte ich 5 Minuten durch. Ja, aber dann würde ich sagen, das war Auri Plus. Und dann sehen wir uns bei was auch immer wieder. Bis dahin, tschüss.